Was ist Liebe wirklich für Sie, wenn Sie es mal kurz umschreiben müssten? Ich glaube, das ist ein sehr anspruchsvoller Begriff, der sehr viel einschließen kann. Im Grunde etwas ganz Direktes meint. Ich glaube, es geht da eher um seelische Qualitäten, um herzliche Qualitäten, um innere Werte, gegenseitige Wertschätzung. Und ich glaube, am besten ist es verankert in dem Katechismus, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das hat mir mal ein Psychiater, also nicht, dass ich jetzt beim Psychiater war, aber der hat, auch nichts Schlimmes. Nee, ich sage es nur mal. Der hat mir das geraten, sagt der Herr Wepper, lieben Sie mich. Er sagt, wie meinen Sie das jetzt? Ja. Nein, lieben Sie mich. Ja, also ich schätze Sie sehr als Arzt. Ja, aber lieben Sie sich? Also das kommt darauf an, das ist so Stimmungssache. Ja? Also manchmal stehe ich vor dem Spiegel und sage, komm her, ich rasiere dich trotzdem. Aber er meinte natürlich etwas ganz Wesentliches. Man muss sich selbst lieben. Und das ist schon mal eine Überwindung, glaube ich, sich ohne anzunehmen. Egozentrisch zu sein, sich selbst so anzunehmen, wie man ist. Das ist, glaube ich, letztlich gemeint. Um dann mit der gleichen Intensität, mit den gleichen Werten, den anderen zu lieben oder zu schätzen. Und ich glaube, an diesem Spruch kann jeder seine Fähigkeit, a, sich selbst wertzuschätzen, beziehungsweise den anderen zu lieben, festmachen. Hat er das schön gesagt. Nächste Frage. Über wen oder was haben Sie zuletzt geweint? Ja, es gibt manchmal, ich weine manchmal vor Freude. Wirklich? Ja, da laufen mir die Tränen runter. Das war aber schon ein bisschen länger her, da hat der Helmut Fischer mit meinem Bruder Elmar in einem Fernsehfilm, glaube ich, Polizeiinspektion, haben die zwei Betrunkene abgegeben, ja. Aber nicht die Betrunkenen, ja, die sind ja viel zu einfach, sondern Betrunkene, die sich bemühen, richtig zu artikulieren, ja. Und das war ein weltmeisterlicher Akt. Und da hüpfte mir das Herz und da rannen schon die Tränen runter. Und das letzte Mal habe ich geweint, das war bei dem Tod eines Freundes am Grab. Nächste Frage, Ihre teuerste Anschaffung? Ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das muss ein Auto sein oder sowas. Ja. Aber mittlerweile lease ich die, deswegen kann ich das eigentlich, das kann ich jetzt so nicht erzählen. Ja. Also, es gibt manchmal Dinge, die sind einem lieb und teuer und die kosten gar nicht so viel. Mhm. Ja. Nummer 8, wie wichtig ist Sex für Sie? Das ist, ja, der Oscar Wilde hätte da gesagt, nicht die Frage ist indiskret, sondern die Antwort. Ist natürlich nicht unwichtig, ganz klar. Ich habe auch eine Tochter gezeugt. Neuntens, was fällt Ihnen ein zu Romantik? Was ist für Sie romantisch? Also das nicht. Oh, so schön, Rosen am Tisch. Also wenn einer die Rosenköpfe abreißt, das hat, glaube ich, nichts mit Romantik. Also es wäre Romantik, kann auch vieles sein. Das kann eine Stimmung sein. Die Romantiker haben das ja in der Malerei und in der Kunstgeschichte vorgegeben. Auch eine Zeit, mit der man sich romantisch identifizieren kann. Romantisch ist so ein Klassiker, aber ein bisschen abgelutscht. Das Kerzenlicht und Candlelight Dinner. Mhm. Romantik kann auch, ich meine, der Sonnenuntergang, glaube ich, die Sonne, die ist ja... Habe ich eben jetzt auch dran gedacht, einen Sonnenuntergang. Da haben Sie mir jetzt den Gedanken rübergegeben. Kann auch was Schönes romantisch sein. Aber es soll nicht unser Untergang sein, oder? Nein, bitte, im Gegenteil. Jetzt aber ich sage mal, Romantik stimmt mein Gemüt sehr wohlig. Ich fühle mich da sehr wohl und Romantik kann man auch austauschen an einem offenen Kamin. Es kann aber auch romantisch sein, zum Beispiel mit meinem Bruder am Fischwasser zu sein, Forellen zu fischen und die frisch zu räuchern und zu essen mit einem köstlichen, trockenen Weißwein.